So, hier seht ihr ein wildes Adi-Schatz in Gefangenschaft, also wild in Gefangenschaft, das passt zusammen mit seinem Lieblingskuscheltier, diesem komischen Alpaka. Das können wir auch hier drauf packen. Da guckt er nämlich und fühlt sich noch bedrängender. Der Adi ist total aufgeregt, guckt euch das mal an, denn wir kriegen heute Besuch. Die Reike oder auch Rexi und der Sandsturm sind auf dem Weg. Und wer das ist, das zeigen wir euch jetzt. So, die sind jetzt angekommen. Damit ihr seht, wer das ist, werden wir es kurz mal rumdrehen. Mal ganz kurz zeigen und dann können sie sich selber noch mal kurz vorstellen. Das ist sie. Hallo, ich bin die Reike, Rexi. Welches Team, welches Level? Level 44 und gelb, wie immer. Gelb? Ja. Die kennt ihr ja bestimmt alle. Die hat auch ihren Sohnemann mitgebracht und das ist... Ich bin der Norman, ich bin der Sandsturm und ich bin im Team Rot, weil das ist viel besser und ich bin Level 35. Was ist eigentlich euer Lieblingsformat, wenn man mal so fragt? Ich gucke gerne deine Meilen an. Meilen? Ja, deine Meilen finde ich genial und Kitchen. Kitchen und Meilen. Ja. Und bei dir? Oh, bei mir, oh, ich gucke gerne Streams an vom Pokémon Schwert damals und auch sonst Ramses Kitchen, weil ich auch gern kochen. Okay. Bei den Meilen hätte ich jetzt gedacht, hey, Meilen, da gucken vielleicht so ein kleiner Teil von den komischen Jugendlichen, die sich ins Koma saufen jeden Tag oder ältere Herren, die abends mal ein Bierchen trinken, dass das auch bei Frauen ankommt, interessant wirkt und die das gerne sich mal, das überrascht mich jetzt total. Wir wollen jetzt aber erstmal in die Stadt, wollen irgendwas zum Mittag essen. Rexi muss noch einen Tausch dann machen mit dem Samyang Nudel Account. Und vielleicht wollen wir heute zusammen einen Raid machen, dass wir den täglichen Pass loswerden. Welcher, den dürft ihr aussuchen. Ich würde mich über Westbrit freuen, weil ich noch XL brauche. Ihr könnt aber auch einen Krypto-Raid oder irgendwas machen. Ja. Ihr könnt euch dann einigen, ihr könnt euch die Köpfe einschlagen. Einer von euch sagt mir dann den Raid. Und dann gucken wir mal in die Stadt, was wir jetzt Schönes finden. So, und was macht der Ramses? Wenn der ganze Parkplatz voll ist, der fährt einfach in die nächste Mauer rein und stellt sich da hin. So sieht das dann aus. Das ist kein Parkplatz. Deswegen habe ich jetzt auch extra kein Parkticket gelöst. Aber hier ist eine Treppe. Ich weiß nicht, ob man da hochgehen soll. Wer weiß, wo man da rauskommt. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. So, die Reike sitzt jetzt neben mir. Die seht ihr nicht, ne? Die ist anonym unterwegs. Wir wollen jetzt mal kurz den Lucky Trade bei der Nudel machen. Die ist nämlich Lucky mit der Nudel. Ich brauche nichts bei der Nudel. Ich renne auch keinem hinterher. Ich freue mich immer, wer sich nicht meldet. Dann habe ich nämlich keinen Stress. Aber die Reike möchte unbedingt... Jetzt muss ich sie erstmal suchen. Guck mal, stehst sogar bis oben. Das ist doch genial. Drücke ich jetzt hier mal drauf. So... Sie möchte nämlich, Tauschanfrage ist gesandt. Mal gucken, was sie da Feines für mich hat, wenn ich nichts will. Letztens habe ich auch gesagt, ich möchte nichts. Dann hat mir eine Rayquaza geschickt, es ist ein 100er geworden. So schnell kann es gehen. Ein Shiggy mit Sonnenbrille in Shiny. Sie hat noch keinen 100er Shiggy. So, hau einfach irgendwas hin. Zapdos 76% aus Singapur. Waren sie wieder im Urlaub? Das sind bestimmt Fanrates gewesen, weil früher konnte man das ja noch machen. Wieso kostet das jetzt 40.000? Weil ich es noch nicht habe? Oder weil sie einen Shiny Shiggy noch nicht hat? Ich habe einen Shiny Shiggy noch nicht. Ach so, sie hat noch keinen Shiny Shiggy, deswegen kostet es jetzt 40.000. Jetzt steht hier warten, hier steht abbrechen. Irgendwie... Hä? Bei dir tauscht es schon, weil ja. Ihr jetzt hängt, es hat hinterhergehangen ein bisschen. Wenigstens gab es einen XL-Bonbon noch dazu. Vor allem ist der Team Blau und kriegt einen Zapdos als Team Gelb-Maskottchen. 1982. 12, 13, 15. Ich hab 12, 13, 14. Ist das ein Shiny? Toll, jetzt wollte ich es verschicken. Jetzt muss ich es ja noch aufheben. Ja, hättest du die lieber aufgehoben für jemanden, der das braucht. Da hätten die Leute sich gefreut. So, dann können wir das wegmachen und nachher nochmal nach einem Shiny suchen. Ach, nach einem Raid suchen. Und ansonsten... Habe ich mir jetzt hier einen super genialen, liegt natürlich wieder falsch rum. Habe ich mir jetzt hier einen super genialen Döner Hot bestellt. Der hat die Nummer 1A, das sagt schon alles. Der Rest hat Pizza, Burger und so weiter. So sieht der Tisch aus. Und jetzt warten wir aufs Essen und dann suchen wir noch einen Raid. Und zeigen euch mal die Burg, ey, das Schloss. So, das Essen ist jetzt da. So sieht das aus. Hier rechts gibt's Pizza, da links gibt's Biere. Da hinten, oh, da gibt es auch Pizza. Da haben wir einen Burger versteckt.
So, da wandern wir mal rüber. Und das ist ein Hotdöner. Und was ich besonders genial finde, nicht nur, dass da scharfe Soße extra drauf ist, was wahrscheinlich Sriracha Flying Goose ist. Ihr habt auch Jalapenos drin. Und hier liegen 4 Chilis drauf, grüne. Man weiß aber nicht, welche das sind. Wir nehmen einfach mal eine und probieren die so und hoffen, dass sie nicht nach Seife schmeckt. Also die sind auf jeden Fall scharf, ja. Haben auch wieder so einen seifigen Geschmack. Mmh. Mama muss die mal probieren. Genau, Mama, probier die mal. Oh. So früher war es immer, wenn man böse Worte gesagt hat, wurde einem der Mund mit Seife ausgewaschen, aber mittlerweile isst man solche Chilis. So, ich warte jetzt kurz, bis ich wieder was schmeckt. Dann probieren wir mal den Burger. Ist so, das ist ein Pokémon-Vlog. Der ganze Mund ist immer noch voll Seife. Mmh. Oh, die schmeckt es hoffentlich, ja? Mhm. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Die sind wunderbar. Schärfe ist auch da. Habe ich noch gar nicht erlebt, dass sie hier so Zeugs dahin werfen und einen hier halb umbringen wollen. Ja, mal gucken, was er da zusammengepanscht hat. Überall rote Soße drauf. Das Brot scheint knusprig zu sein. Beiß mal einfach mal rein. Mmh. Schmeckt aber trotzdem richtig nach Tzatziki, also nach diesem Tzatziki-Gewürz, was meine Oma immer hatte, in so einem Streuer drin, was meine Cousine sich immer auf die Hand gestreut hat und hat es abgeleckt von der Hand. Also nicht diese Tzatziki-Creme, sondern halt wirklich dieses krümelige Tzatziki-Gewürz. So, Mund sieht gut aus, schmeckt frisch, ist warm, ist knusprig, Schärfe ist auch da, zur Not habt ihr die Chilis dort. So, wir gucken dann gleich mal nach einem Raid, wenn der nicht ins Wasser fällt. Es fängt nämlich an zu regnen. So, wie ihr seht, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Nur weil es ein bisschen angefangen hat zu regnen, sind einfach alle gegangen, haben sich untergestellt. Jetzt sitze ich alleine hier im Regen und esse noch das Pide von der Reike, weil die hat es nicht ganz geschafft. Das ist genial. Darauf erstmal ein Effes. Würde ich jetzt keine Kamera haben, würde ich mich auch nicht hierher setzen, dann wäre ich auch gegangen, aber so kann ich so tun, als ob, ne? Nochmal ein bisschen durch die Stadt, nochmal Wahrzeichen zeigen, wie sie es gerade schon gesagt haben. Denn was ist typisch für Meiningen? Auf dem Marktplatz der Kölner Domkuckee mit die 2 Bratwurstbuden. Das muss jeder, der nach Meiningen kommt, muss da mal dran vorbeilaufen. Am besten 2 Bratwürste probieren und mir mal sagen, welche besser schmeckt. Ich weiß das nämlich nicht. Ich hole mir hier eigentlich nie Bratwurst, das ist es ja. Wir wollen eigentlich noch zum Schloss und einen Raid machen. Und jetzt ist das Gute, am Schloss geht ein Raid auf. Und das in circa einer Viertelstunde. Wir brauchen nur 2 Minuten bis hin. Da werden wir jetzt einfach hinlaufen. Das hier ist der Baba-Bär, den dürfen wir nicht zeigen. Deswegen filmen wir mal die Beine, während er den Bratwurststand fotografiert. So, wie richtige Touristen muss der Kölner Dom von allen Seiten fotografiert werden. Da fällt mir auf, von der Seite habe ich den noch nie gesehen. Wenn ihr so guckt, da sind ja sogar 2 Zipfel drauf. Ich habe immer nur einen gesehen, weil ich von der Seite geguckt habe. Da sind 2 Zipfel drauf. So, und der Raid befindet sich direkt im Schloss, wie gesagt, das Schloss Elisabethenburg in Meiningen. Das hier ist der Eingang. Das ist der Eingang, ich kann es nur noch mal sagen. Da drinnen ist ein Brunnen, da drinnen gibt es auch ein Museum. Hier an der Seite gibt es noch ein Museum. Und der Brunnen ist wahrscheinlich direkt die Arena. Und dann wollen wir auch noch ein Selfie machen. Da ist der Schokolade. Das sind Kinders mit Schokolade hier am Ärmel, am Träger. Das ist, wenn ihr auch Schokolade habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Genau. So sieht das jetzt hinter mir aus. Sieht aus wie bei Pugi und bei keine Ahnung was im Hintergrund. Hier einmal drumherum, das ist der Innenhof vom Schloss. Hier in der Mitte ist dann der Brunnen. Da wird gleich wieder Foto gemacht. So sieht das aus. Was ich noch lustiger finde, ganz komplett außen drumherum stehen überall hier diese kleinen Bäumchen. Guck doch mal, das sieht doch auch genial aus, oder? Und die stehen überall zwischen den Fenstern in so kleinen Einbuchtungen. Mega genial. So, hier in der Ecke habe ich noch gesehen, ist auch noch ein Restaurant direkt. Restaurant Schloss Stuben. Klingt auf jeden Fall gut. Jetzt laufen wir mal ein Stück hier hin, falls ihr das seht. Es sind natürlich überall so kleine Hecken.
Das sieht auch super aus. Ist auch alles gepflegt. Drin nochmal der Brunnen. Hier habt ihr eine mega fette Treppe, die hier hochgeht. Oben riesige Türen. Treppe wieder runter. Wir wollen aber jetzt mal da rein in die Mitte, um euch noch den Brunnen zu zeigen. Dann müsste auch gleich der Raid losgehen. So, da seht ihr noch ein Stück Reike im Hintergrund mit einem Sandsturm, der daneben aufkommt. Das ist der Brunnen, das ist die Arena, das ist die Marie, das ist die Arena, das ist der Brunnen. Guckt es euch noch mal an. Was sind das überhaupt? Drachen. Der Drachenbrunnen beim Schloss Elisabethenburg. Das ist die Arena. Und jetzt habe ich schon 10-mal gesagt, dass das die Arena ist. Jetzt müssen wir die Handys irgendwo abstellen und den Raid machen. So, wir haben wieder die beste Perspektive der Welt ausgewählt. Das ist Reike immer noch im Hintergrund. Ne? Die drängt sich auch in jedes Bild rein. Richtig genial, wenn sie einmal da ist. Sarina hat sich noch angemeldet. Die möchte den Raid noch mitmachen. Pupsi macht vielleicht mit. Super, dann können wir eigentlich direkt rein, weil er ist ja schon auf. Und dann gucken wir mal. Vielleicht hat sogar jemand einen Shiny dabei. Ist auch ein schöner Ort hier. Eine schöne Arena oder ein schönes Plätzchen. Kommt man sich vor wie in der Großstadt und dann ist es nur Mining. So, Super Sani ist drin, Samyang Bulldog, Rexy, Blattentier, Sandsturm, Ramses der Dicke. Papa Bär ist nicht drin. Der ist Team Rocket. Der darf keine Raids machen. Der erfindet die Raid-Bosse. Sieben. Pascal. Level 43. Das ist der Hausmeister bestimmt, der hat sich mit reingeschlichen. Blau. Aber die machen mal rot, weil nee. Rot ist doch viel besser. Glatt machen, wollt ihr jetzt 40 Minuten hier sitzen und warten? Ach, das, hä? Stimmt. Das hätte man vorher machen müssen. Die machen die Arena einfach platt, während der Raid dran ist. Schieden. Wisst ihr noch den 100er Wert? Ich weiß überhaupt nicht. 17,47 glaube ich, aber den anderen weiß ich nicht. Oh, jetzt ist er. Hoffen wir mal, er hat keine Wetterbrust. Ja, genau. Im Brunnen tut die das Geld rausfischen. Gibt's bei euch auch irgendwo eine Brücke, wo die Leute ihre Schlösser dranhängen, ihre Liebesschlösser? Ja, gibt's. In Freiburg, im Seepark. Das? Habt ihr da auch schon mal ein Schloss dran gehabt? Nein. Gibt es denn eigentlich als Shiny-Scheine, oder? Ja. Ich hab selten Shiny-Kühe mit. Ich hab Glück. Ach, du siehst, wie guckst, wie ich tippe. Guck mal, wie die Reike kämpft. Ach, jetzt hat sie unten kurz drauf gedrückt. Ich dachte, es geht immer nur oben. Ja, das geht schneller. Das sieht sehr interessant aus. So, wir müssen euch aber den Raid weiter zeigen, weil zwei Accounts kämpfen gerade nicht mehr. Kann ja nicht überall sein. Ich tippe schon immer so. Ach, Pascal macht das doch alleine. Oh, Henry ist drin. Das goldene Monetico ist der Henry. Weil es ein 100er ist durch den Tausch und der macht jetzt hier einen Spukball drauf. Finde ich immer noch cool, dass ich den habe und der Henry heißt und den man jetzt auch einsetzen kann. Ist sogar gelistet bei den Kondern, dass der halt ein guter Geisterangreifer ist. Jo, hat keine Wetterbrust. Bei uns sind jetzt sogar Freundschaftslevel 17,30. Ich bin schon mal 17,30 ist bestimmt das Beste. Ich habe 16,84 und 16,69. Ich habe noch gar nichts. Ah, ich habe 3,11. Pupsi? 16,89 bei Pupsi. Moment, geht los. Ich hab nichts gewonnen. Das war ja wieder klar. Ja, alle haben was gewonnen, aber ich nicht. Ich habe 16,81. Ja, 16. Also 17,30. Sandsturm hat gewonnen, hat das Westbrett weggepustet. Erster Ball drin. Und dann weiß ich nicht, ob es das jetzt war und man Tschüss sagt oder wir noch eine Verabschiedung dann filmen. Mal gucken, die wollen erst noch die Arena platt machen. Ist doch sowas. Wenn nicht, kannst du auch teilen mit den beiden. Ne? Und natürlich der Ramses. Gucken wir hier ganz spannend. Guck mal den Pizzabeutel an. Extra aus Freiburg. Nee, kennst du das? Doch, Tanzsäfte. Aus dem Schwarzwald. Ich hab's schon öfters mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal probiert habe, aber.
gibt's nur bei uns. Ach so, nimmt man das. Ich habe jetzt wieder Angst, dass es runterfällt. Oh mein Gott, ich stell jetzt mal kurz da ab. Ja. So, ihr habt's gesehen, da gab es noch Geschenke. Jonas hat auch einen Brief bekommen. Der kann auch gar nicht lesen, kriegt einen Brief. Ne? Den, wenn er den uns vorliest, dann darf er wieder raus das nächste Mal. Nein, es regnet ja schon wieder ein bisschen. Jonas hat Hunger, der Besuch darf nicht nass werden. Wir würden uns jetzt also verabschieden. Ich sage nochmal ganz herzlich Dankeschön. Das war schön, dich kennenzulernen. Ja. Ja. Dankeschön, Normi, der okay. Sandsturm. Und Dankeschön, Papa Bär. Danke so, auch. Den wir ja nicht sehen darf. Hallo Marie. Danke auch nochmal fürs Essen. Die haben uns nämlich eingeladen. Unser Plan war, dass wir sie einladen zum Essen. Jetzt haben die uns eingeladen, einfach heimlich bezahlt, als es geregnet hat. Und ja. Wenn ihr auch mal da sein wollt, macht einen Termin aus, wenn ihr mal wiederkommen wollt. Wir haben ja Kontakt. War cool, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht, man hat mal was gesehen. Genau. Wir sehen uns dann sicherlich wieder in den Streams, in den Videos, wie auch immer. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das ist jetzt Sandsturm und eine Reike gewesen. Tschüss. Das muss man aufpassen, dass nur die Hand da ist und nicht mehr.